So Leute, willkommen zurück zu Zelda Spirit Tracks. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich starte hier mal in Hyrule-Stadt, denn hier wartet gleich der erste Auftrag für uns, wo wir uns ein Forstkristall verdienen können, nämlich bei dieser Frau hier, die hier wohnt. Mein Mann kommt nicht nach Hause. Er ist so sanftmütig und liebt Hasen. Wo kann er nur sein? Du kommst mit deinem Zug doch an alle möglichen Orte, nicht wahr? Hast du was von meinem Mann gehört? Oh ja. Ja, dann bring mich schnell zu ihm. Machen wir. Endlich sehe ich meinen Mann wieder. Ich kann es kaum erwarten. Ich warte im Zug. Ja, schieb mich erstmal wieder beiseite, genau, anstatt einfach vorbeizugehen. Aber ja, das ist die Frau von dem Hasentypen. Der hat auch irgendeinen Namen, ich weiß den aber gerade überhaupt nicht mehr, weil der sagt den, glaube ich, auch nur einmal und dann nie wieder. Oder? Vielleicht erfahren wir ihn ja jetzt wieder. Aber ja, das trifft sich auch ganz gut, dass ich dieses Quest jetzt mache, weil ich ja eh mal wieder zu dem, also zum Hasenland wollte. Weil, da wir mittlerweile jetzt von jedem Hasen eine, also von jeder Hasenart ein Exemplar gefangen haben, gibt es dort eine neue, besondere Belohnung. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Herzcontainer kann es nicht sein, weil da fehlt uns nur noch eine und das ist bei Terry. Wo ich dann vielleicht auch mal wieder einkaufen könnte. Ein bisschen Geld habe ich ja. Aber ja, was könnte es sein? Ein Forstkristall ist es auch nicht. Wahrscheinlich nur irgendein wertvoller Schatz. Was natürlich auch nice ist, aber ja, nix allzu Besonderes, nicht wahr? Und ja, was machen wir, nachdem wir das hier gemacht haben, mit der Frau hinbringen? Ich guck mal auf meine Liste. Also da gibt's noch einige Sachen. Also wir könnten erstmal ins Anuki-Dorf fahren. Warte mal. Hallo! Hier ist ja der Typ, stimmt, der hat uns ja diesen Brief geschickt. Ja, den kann ich jetzt aber nicht mitnehmen, fuck. Warte, so. Warte, was sagt er, wenn ich hier stehen bleibe? Ah, du hast meinen Brief also bekommen, na dann. Hier, das schenke ich dir. Oha, okay. Einfach so. Dankeschön. Er ist dafür, dass wir ihn in den Meerestempel gefahren haben. Das ist ein tolles Geschenk, oder? Ich habe es im Meerestempel gefunden. Es scheint echt zu sein. Ja, ich meine... Ja, es ist echt. Dort war es ganz schön gefährlich mit Fallen und so. Du solltest also ein wenig dankbar sein. Ich bin jetzt mal voll das Arschloch. Bescheidenheit ist eine Tugend, die alle Lokführer an den Tag legen sollten. Mit deinem Hochmut wirst du eines Tages noch gegen die Wand fahren. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Reise, voll Dampf voraus. Hä, was? Achso, wollte der gar nicht mitgenommen werden. Als ob ich da jetzt nochmal pfeifen musste. Wow, okay. Was? Wieso biegt der Zug falsch ab? What the fuck? Hab ich gerade irgendwie aus Versehen nach links gesteuert? Na, jetzt geht's wieder. Komisch, naja. Warte mal, hatte der nicht in seinem Brief geschrieben, dass er abgeholt werden will? Ich guck mal ganz kurz. Na, Leute, wenn du mich hier abholen kommst, gebe ich es dir. Okay, vielleicht wollte der einfach nur... dass wir zu ihm kommen, weil jetzt ist er weg, das heißt... Ja, okay, gut. Hätte man das erledigt. Schön und gut. Aber ja, jetzt nochmal zurück zu der... zu den Quests, die wir nach dem hier machen können. Also, wir könnten einen Anuki vom Anuki-Dorf ins Goronendorf bringen. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, weil das Anuki-Dorf jetzt schon in der Nähe ist, wenn wir hier beim Hasenland sind. Dann könnten wir... Das könnte ich danach machen. 5 Eisen vom Goronendorf nach Waldforsten bringen. Das trifft sich alles ganz, ganz gut. Und dann können wir noch nach Papuzie fahren, aber ja. Ach, endlich habe ich meinen Mann gefunden. Ich bin so glücklich. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Danke. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Danke.
Da will ich mal mit ihm reden. Okay, ich weiß noch, dass jetzt hier eine recht lustige Szene kommt, so nach dem Motto Ehestreit. Was ist los? Was machst du denn hier? Und was ist das für ein komisches Kostüm? Du hier? Also, ja, das ist ja eine Überraschung. Was willst du denn mit diesen Häschen? Das verstehe ich nicht. Natürlich verstehst du es nicht. Du verstehst mich überhaupt nicht. Irgendjemand muss sich doch um diese armen Häschen kümmern. Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich gesorgt habe wegen dir? Dann bleib meinetwegen hier bei deinen Hasen. Ich werde jetzt gehen. Vielleicht nimmt mich der Lokführer ja mit nach Hyrule-Stadt. Was? Wie? Warum hast du meine Frau hierher gebracht? Na, immerhin kann sie so sehen, dass ich hier etwas Sinnvolles mache. Bring sie zurück nach Hyrule-Stadt, in Ordnung? Ich zähle auf dich. Na, ernsthaft jetzt? Muss ich die jetzt wirklich nochmal zurückbringen? Ich habe es mir... Okay, danke. Ich habe es mir anders überlegt, Lokführer. Bring mich noch nicht zurück. Er hat einfach ein so großes Herz, deswegen liebe ich ihn ja. Vielleicht müssen wir nur in aller Ruhe reden, dann wird alles wieder gut. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe. Vielen Dank für den Force-Kristall. Okay. Die Waldtafel. Ah, jetzt geht der eine Weg da weiter, der da in die Höhle geführt hat. Ist also keine Sackgasse mehr. So, gibst du mir jetzt noch die Belohnung für alle Hasen, oder? Nimm diese 150 Rubine, vielen Dank. Oh, du hast Hasen von jeder Art gefangen, toll. Hier die Belohnung, versprochen ist versprochen. Na, einfach ein Schatz. Wie ich es mir dachte. Wenn du 10 Waldhasen fängst, gibt's eine Belohnung. 10 Waldhasen, also das sind alle Waldhasen, ja gut. Werde ich wahrscheinlich noch nicht haben, oder? Ja, du hast ja gar keine Häschen hier dabei. Okay. So. Er ist zu vernarrt in diese Hasen, aber vielleicht liegt es ja auch ein wenig an mir. Wir versuchen es zusammen. Ja, die betreiben jetzt hier gemeinsam das Hasenland. Es scheint ganz, als seien ihr Probleme jetzt gelöst, zum Glück. Zum Glück musste ich sie nicht nochmal zurück ins, nach Hyrule-Stadt bringen. Das hat mich jetzt schon ein bisschen, sehr überrascht, ja, aber nicht positiv. Na gut, wenn Terry mal hier vorbeikommt, dann kann ich gleich was einkaufen. Ey, du nervst. Okay. Ah ja, das sollte sich ausgehen. Und dann nach Anuki-Dorf, genau. Fahren wir dann ins Goron-Dorf. Und vom Goronendorf aus, dann können wir auch was machen. Das trifft sich alles ziemlich, ziemlich perfekt. So, jetzt aber erstmal hier einkaufen. Vielleicht erreichen wir jetzt auch endlich mal den Silberrang. Wie viel kostet denn der Goron-Bernstein? 1000. Ja, gib her. Rubine sollten eigentlich eh kein Problem wirklich sein. Also sparen muss ich nicht wirklich, weil ich kann ja theoretisch Schätze farmen bei dem Peitschenrennen zum Beispiel. Und dann habe ich halt immer Geld, nicht wahr? Das kostet 300. Ja, das ist immer das Doppelte von dem eigentlichen Verkaufspreis. Gut, dann... Wie viele Punkte habe ich jetzt? Oh, du hast jetzt 260 Punkte. Du erhältst ab jetzt 10% auf alle Waren. Außerdem gebe ich dir noch eine Silberkarte und ein Geschenk. Ein Gratis-Ticket. Damit bekommst du einen Artikel deiner Wahl umsonst. Das ist schön. Die Silberkarte geht heute noch mit der Post raus. Schaffst du auch die Goldkarte? Ja, ja, ich schaffe die Goldkarte noch. Aber warum schickst du mir diese Karte mit der Post, wenn ich bei dir bin? Müssen die erst gedruckt werden? Oder keine Ahnung. Das habe ich halt nie verstanden. Naja, im Anuki-Dorf wird jetzt wahrscheinlich auch gleich der Briefkasten wackeln und dann wird da schon die Silberkarte drin sein. So kann das ja eigentlich nicht so lange dauern, die zu bedrucken. Oh Mann. Naja.
Gut, wie viele Frostkristalle fehlen jetzt noch? 4. 4 Stück nur noch. Ich denke mal, im nächsten Part werden wir die dann auch alle haben. Dann würde ich mich zunächst dann noch nicht um die Hasen kümmern. Das mache ich ganz zum Schluss, glaube ich. Einfach aus dem Grund, weil das mit das Nervigste ist. An den 100%, muss man schon sagen. Ja, ich werde nach dem Frostkristallen, glaube ich, so ein bisschen alle Bahnhöfe, die ich noch nicht erkundet habe, noch erkunden. Da gibt es noch ein paar coole Orte. Vor allem eben in der Meeresküste. Ein Brief und ein Paket von Teddy. Teddys Laden im Heißluftballon finde ich toll. Naja, der ist schon... Naja. Finde ich eigentlich von den ganzen Teddy-Läden am schlimmsten. Einfach nur wegen der Erreichbarkeit. Ja, bei... Ein Paket, okay. Bitte sehr. Silberkarte, okay, okay. Damit hältst du in Teddys Laden 10% Rabatt. Schön. Weil in Wind Waker ist da halt dieses Boot, das einfach nur um bestimmte Inseln fährt. Ja, kommst du ganz leicht hin. Bei Phantom Hourglass eigentlich auch. Da dauert es halt manchmal vielleicht ein bisschen länger. Aber wenn du auf Teddys Laden zusteuerst, bleibt er stehen. Hier kannst du gar nicht auf ihn zusteuern. Wirklich, weil er fliegt halt immer irgendwo rum. Verehrter Kunde, du hast 200 Punkte gesammelt. Dafür gebe ich dir eine Silberkarte, mit der du auf jeden Artikel 10% Rabatt erhältst. Bitte besuche mich bald wieder in meinem Laden. Ich warte schon, Teddy. Ja, jetzt haben wir hier die Silberkarte und hier das Gratis-Ticket. Ich glaube, so ein Gratis-Ticket, oder? Ich glaube, das kriegt man nur einmal. Weil man kriegt dann für die anderen Karten immer was anderes. Also, andere Tickets, ja. Naja, schauen wir jetzt erstmal, wo der Anuki ist, den ich ins Goronendorf bringen soll. Das weiß ich nämlich gar nicht. Wo wohnt denn der? Alle Häuser leer. Als ob hier keiner ist. Also im Bürgermeister seinem Haus bestimmt nicht. Was ist mit dir? Du nicht, oder? Kaum hat man sich an die Kälte gewöhnt, kommt auch schon die Ablösung. Das ist nicht fair. Aber gut, was soll's, nichts zu machen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Drapet ist immer noch an dem Zaun. Ey, lenk mich nicht ab, du siehst doch, dass ich am Arbeiten bin. Entschuldigung. Alle Häuser sind leer? What the fuck? Hä, ist hier noch irgendwo ein Anuki? Ich... Warte mal. Da soll sie nicht bei der Arbeit stören. Ist das so schwer, einen Zaun zu bauen? Na, leicht ist es nicht. Oh, ich bin todmüde. Mein Dienst ist immer der längste. Ich finde hier sonst keinen Anuki. Oh. Oh, okay. Warum seid ihr im Haus vom Bürgermeister? Oh, ich habe gerade eben mit dem Bürgermeister gesprochen. Ja, der Chef der Anukis, das bin ich. Was? Nein, bist du nicht? Der Bürgermeister wird für eine Zeit verreisen und ich wohne so lange bei ihm. Ein wirklich großherziges Angebot, findest du nicht auch? Hoho, ich habe doch nur getan, was jeder tun würde. Hier mag es kalt sein, doch die Leute sind warmherzig. Also, okay. Du bist nicht... Hä? Das ist nicht der Bürgermeister, oder? Ich habe da was von einem Dorf am Feuer gehört. Dorf am Feuer. Das will ich sehen. Bringst du mich in dieses Dorf? Na klar. Du gefällst mir. Ich setze mich schon mal in den Wagen. Gibt er sich wirklich als Bürgermeister aus? Ich dachte, der Lilane mit dem langen Bart ist der Bürgermeister. Ich bin jetzt echt maximal verwirrt. Na gut. Ja, fahren wir.
ins Goronendorf und da der Weg jetzt wieder ein bisschen länger ist, oder vielleicht kann ich hier die Portale nutzen, Moment. Gleisnetz. Ups. Mein Gesicht. Nee, sieht nicht so aus, oder? Nicht wirklich. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder bei der Feuerhöhe im Goronendorf. Und wir sind da. Du bist schon ein heißer Typ. Was? Da werde ich ja ganz rot. Naja, ich habe schon schlimmere Lokführer gesehen. Danke. Du bist schon ein heißer Typ. Oh Mann, okay. Die Schneetafel. Neuer Weg in die Feuerhöhe, okay. Ja, könnte. Könnte was Besseres sein. Also eine interessantere Strecke, keine Ahnung. Na gut, wir müssen jetzt 5 Eisen, und die gibt's ja, glaube ich, irgendwo hier oben, ins, nach Waldforsten bringen. Hier ist Eisen, aber wer verkauft das? Bist das du? Das Eisen der Goronen ist selbst bei Hitze stark und weltbekannt. Nur hier. Hallo, mein Freund. Du bist heute zum ersten Mal mein Kunde, richtig? Ich verkaufe hier Eisen aus der Mine der Goronen, unser Verkaufsschlager. Kargoron hat dir einen Güterwagen geliehen. Damit kannst du unser Eisen in alle Welt transportieren. Willst du für 100 Rubine Eisen kaufen? Geht klar. Hitzefest, unverwüstlich, das allseits bekannte Goroneneisen, guter Kauf. Gleich 20 Stück? Ist ziemlich krass, weil laut meiner Forstkristall-Questliste da braucht man nur 5 Stück. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich einfach fahren und mich angreifen lassen und hätte wahrscheinlich immer noch genug Stück Eisen. Oder Einheiten, weiß ich nicht. Ja, okay. Dann auf nach Waldforsten. Kann ich hier jetzt das Portal nehmen, das Nummer 4? Ja. Das ist schon eine Abkürzung. Aber nichtsdestotrotz, nächstes Ziel, Waldforsten. Bis gleich. Gut, da sind wir mal wieder angekommen. Stellt sich jetzt noch die Frage, wer denn das Eisen braucht, das weiß ich natürlich nicht. Hey, hier bin ich ja, du vielleicht? Der Bürgermeister kehrt also vorerst nicht zurück. Was wird denn aus unserem Holzhandel? Ich muss wohl die Geschäfte selbst in die Hand nehmen. Sehe ich da etwa Eisen auf deinem Güterwagen? Die Klinge meiner Axt ist ziemlich hinüber. Mit etwas Eisen könnte ich eine neue schmieden. Überlässt du mir dein Eisen? Okay. Ich bin so glücklich. Nur wegen einer Axt? Na gut. Das ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich weiß. Okay, beim Waldtempel da oben. Okay, nice. Nice. Komm gern wieder, wenn du Holz brauchst. Glaube ich nicht, dass ich mal wieder Holz brauche, aber okay. Gut, jetzt fehlen uns nur noch 2 Forstkristalle und die werden wir uns höchstwahrscheinlich im nächsten Part holen. Versprechen kann ich es nicht, weil eins der Quests dauert ein bisschen länger. Und wenn ich da verkacke, dann... ja... mal schauen, wie es läuft. Das nächste Mal starten wir in Papuzia, denn da wartet das vorletzte Quest. Und danach, ja, holen wir uns den letzten Forstkristall, der halt ein bisschen ein längeres und interessanteres Quest beinhaltet. Und ja, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.